So, liebe Leute, willkommen zum dritten und letzten Boss, Manoroth und Varoten. Den Hauptmann Varoten werden wir jetzt hier gleich, ich sag mal, umfokussen. Der hat eigentlich keine wirkliche Fähigkeit, wenn man so möchte. Illidan Sturmgrimm sehen wir hier links im Bild mit einem Fragezeichen auf dem Kopf. Wird sich derweil um Manoroth kümmern. Das heißt, wir fokussen jetzt hier wirklich nur Priorität den Hauptmann Varoten. Achten dabei natürlich darauf, dass wir möglichst nah an Illidan sind, denn er gibt uns so einen Buff. Das seht ihr, wenn ihr auf unsere Charaktere unten im Bild schaut. Seht ihr da so eine bläuliche Aura? Blaulich ist auch gut. Auf jeden Fall darauf achten, dass ihr diese Aura immer aktiviert habt, beziehungsweise aktiv auf dem Char habt. Dann bekommt ihr 90% weniger Feuerschaden und das ist hier bei dem Teufelsfeuersturm, den Manoroth hier gerade wirkt. Ich sag mal das Nonplusultra. Also da immer schön drauf achten, dass ihr schön nah bei Illidan seid. Dann habt ihr, ich glaube, das sind 15 Yards, 10, 15 Yards circa. Dann bekommt ihr diesen, diese Aura, die euch umgibt und 90% weniger Feuerschaden verursacht. Hier nochmal den Teufelsfeuersturm von Manoroth. Der Hauptmann wird, wie gesagt, nur getankt von unserem Tank. Und einfach nur großes Tank und Spank, der hat keine wirklichen Fähigkeiten. Und ja, wenn ihr mit dieser Aura arbeitet, sollte die erste Phase hier gar kein Problem sein. Phase 2 beginnt, sobald der Hauptmann stirbt quasi. Ihr seht außerdem jetzt hier rechts unten im Bild schon einzelne, so ein Schreckenslord ist da gerade aus dem Portal gekommen. Um diese Schreckenslorde kümmert sich in der Regel Tyrande Whisperwind. Phase 2 Übergang, müsst ihr jetzt darauf achten, ihr seht jetzt hier, Tyrande wird überwältigt, treibt die Dämonen mit dem Segen der Elune zurück und ja, das heißt, wir müssen jetzt einfach uns in diesen Segen hier stellen und die einmal alle Dämonen wegaehen und auch die beiden schwächenden Schreckenslorde, die hier drauf casten auf Tyrande, die sie quasi festhalten, müssen wir dann gleich töten. In diesem Segen verursachen wir natürlich viel mehr Schaden. Und bekommen weniger Schaden. Das heißt, ja, ist gar kein Problem, wenn ihr euch alle da reinstellt, die beiden Schreckenslorde hier noch tötet, damit Tyrande wieder befreit ist, genau. Und jetzt steht hier auch wieder, Tyrande kommt wieder alleine zurecht. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich um Manoroth selbst kümmern. Das heißt einfach, schön nah bei Illidan wieder bleiben, damit ihr den Segen bzw. das Wasser habt. Ich habe es jetzt hier nicht, seht ihr direkt, sollte ich dann gleich unheimlich viel Schaden bekommen, sobald er den Teufelsfeuersturm wirkt. Und jetzt habe ich sie wieder. Das heißt, immer auf darauf achten, dass euch dieses Wasser umgibt, also diese blauliche Essenz. Er castet jetzt hier einen Netheris, das ist ein Portal. Da kommen jetzt auch nochmal einige Dämonen raus. Ich habe jetzt hier allerdings einen Disconnect und deswegen switchen wir einfach mal. Das heißt, Disconnect, ich hatte einfach einen großen Lag. Wir switchen jetzt hier einfach zurück aus diesem Netheris strömen. Ihr seht das hier schon, ganz viele Dämonen. In der Regel sollte man die nicht töten, da man einfach Manoroth in dieser Zeit runternuken muss. Man muss bedenken, dass es jetzt Ende P2, Anfang P3 und Manoroth hat noch 15%, 20% oder so. Tyrande macht in der Regel die Ads, seht ihr hier alleine, allerdings ist sie jetzt gerade zusammengebrochen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich einfach nur Manoroth DPSen und die Ads mehr oder weniger vom Offtank offtanken lassen. Manoroth töten, ihr seht das hier, haben wir geschafft. Jetzt sollten die Dämonen auch alle zerfallen bzw. zurück in das Nether-Portal gezogen werden. Das seht ihr jetzt hier gerade eindrucksvoll. Und ja, Manoroth Phase 3, man kann jetzt noch ein bisschen drauf dealen, macht aber keinen Schaden mehr, beziehungsweise er hat eine HP noch und er bricht jetzt hier gleich zusammen. Der Loot ist mittlerweile da in der rechten Kiste und ja, zwei Items, 378er Loot und eine Chaoskugel, die nicht mehr nur für Schmiede oder so ist. Das war mein Guide für Manoroth und den Hauptmann Varoten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, der Boss ist nicht wirklich schwer. Wenn ihr das mit der Aura von Illidan beachtet und Tyrande helft, sollte der Boss gar kein Problem sein und natürlich möglichst viel DPS auf Manoroth macht. Und ja, das war's. Bis demnächst. Haut da rein. Ich sage ciao.